wo sind wir, lieber Mann da? Wir sind nicht in Frankfurt. Ja. Wohin fahren wir gerade? Digga, das ist so lustig. Wir sind so gerade angekommen hier, wenn man es vielleicht sehen sollte. Ich hoffe, man sieht es gleich. Oder sieht es? Wir sind im Mannheim. Wie spontan? Sehr, sehr spontan. Ist das crazy? Wir sind einfach in Mannheim, ja. Sehr, sehr spontan. Dieser Vlog ist auch spontan. Wir haben keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Und ja. So, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Stand jetzt laufen wir jetzt einmal durch Mannheim. Wir erkunden die Stadt. Keine Ahnung, was wir hier machen, Digga. Ich hab ehrlich keine Ahnung. Und jetzt sind wir einfach wie gestrandete Hunde am Laufen. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch, guck mal, ich sehe. Also Leute gehen gerade zur Uni oder sind auf dem Weg irgendwo hin. Und wir sind einfach irgendwelche zwei Randoms aus Frankfurt, die gerade einfach... In Mannheim. Das ist richtig spontan. Ich frage mich echt, warum wir hier sind, was wir jetzt machen. Ich meine, wir sind wirklich ohne Plan hierher gekommen. Unsere Mission war es eigentlich. Wir sind eigentlich hier, um eine Tasche abzugeben. Und zwar seine Cousine, Pipapo. Und jetzt haben wir uns gedacht, komm, wir chillen noch ein bisschen in Mannheim. Aber was sollen wir jetzt in Mannheim machen, ist die Frage. Mannheim ist schon tot. Das ist wirklich tot. Ich weiß nur, in Mannheim gibt es gutes Essen. Aber ich habe gar keinen Bock, jetzt den ganzen Tag jetzt nur zu essen. Mit welchem Geld ist es? Das Geile ist, ich kann direkt das Video cutten in der Bahn. Boah, Leute, der Vlog kommt wahrscheinlich... Also, da soll mal jemand sagen, wir geben uns keine Mühe. Der Vlog kommt wahrscheinlich heute oder morgen raus, ja? Da soll jemand sagen, wer kann arbeitet nicht Tag und Nacht für seine Videos. Digga. Ich arbeite wirklich, ich gebe einfach ab. Ja. Was haben wir jetzt eigentlich demnächst vor? Gut oder so spontane Trips halt, wie jetzt? Ja, also Reisen auf jeden Fall. Und erstmal in Frankfurt, also das erste Video wird wahrscheinlich in Frankfurt sein. Dann kommen wahrscheinlich noch andere Städte. Wir versuchen so viel zu zeigen, was man zum Beispiel noch nicht gesehen hat. Wisst ihr, so verschiedene Nationalitäten, also verschiedene Nationalitäten. Internationale Gerichte werden wir probieren. Aber international schon dann eher, wenn wir in anderen Ländern unterwegs sind. Ja. Obwohl hier geht eigentlich auch noch. Ja. Ich würde schon gerne einen Döner in Istanbul essen. Istanbul. Yeah. Hier kannst du ja einen schönen Döner aus Hatay essen. Das machen wir ja später. Das machen wir. Ja. Dann nehmen wir euch mit. Später einfach. So Leute, ich habe eigentlich eine Idee, die ist jetzt wirklich sehr, sehr spontan. Ich frage mich, ob es in Mannheim mehr Talohons gibt als in Frankfurt. Was denkst du? Ich glaube nicht. Frankfurt ist schon halt... Die Hauptwache. Ist schon, weißt du? Obwohl, guck mal, ich sag mal so, Frankfurt hat böse, krasse, geile Orte. Das einzige Schlimme an Frankfurt ist das Bahnhofsviertel, die Hauptwache und halt Konzi-Zeil komplett dort. Mehr nicht. Ich weiß nicht, was jeder mit Frankfurt hat, ich verstehe das einfach nicht. Pompey hat uns auseinandergenommen, der hat diese Stadt einfach auseinandergenommen. Frankfurt, Mannheim. Die einzige beste Sehenswürdigkeit in Mannheim. In Mannheim. Hier chillt jeder. Da, hallo. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Sergena, das Video geht an dich. Manwer hat gesagt, lass kurz zu Burger King gehen. Dann habe ich direkt an dich gedacht. Ah, okay, jetzt weiß ich. Ja, ja. Da arbeitet meine Familie, genau. Jetzt hier. Sind Sie im Strat? Nein. Ja, gar nicht. Heute wir sitzen im Burger King. Wir haben den ersten Talohon getroffen. Er trägt eine Gucci-Tasche. Eine Schlaghose. Nee, ich glaube, nee, das ist Adidas. Adidas Jogginghose. Diese breiten Adidas Jogginghosen, ja, so. Oh, kleine da auch. Was glaubst du, was für Schuhe da hat? Das ist ein Mini-Talon. Oh mein Gott. Talon! Das ist crazy. Wie alt sind die, Bro? 11, 12 Jahre alt. Die haben Käppi an, oder die haben Starter-Pack full. Die haben Käppi an, die haben Gucci-Taschen an, die haben Sport. Warte mal. Haben die Trikots an? Guck mal, ich seh's gerade. Die haben Trikots an und die haben kurze Hosen an. Boah, das ist crazy. Das ist crazy. Krass. Wir haben jetzt drei. Wir machen einen Counter unten links. Bis jetzt drei Stück. Drei Talons. Sag, wenn du noch einen draußen siehst.
einfach auf Talahunjagd. Ja gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind immer noch auf der Suche nach Talahuns. Wir haben bis jetzt 3 Stück nur gesehen. Oh, da kommt ein kleiner, feiner Talahun. Ehrlich? Würdest du sagen? Ja, nein. Der rechts? Würdet ihr sagen? Oh mein Gott. Guck mal bitte von hinten. Was sagt ihr? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Wir haben keine Ahnung. Obwohl ich weiß, wie es nicht hat. Es ist halt ein bisschen eng. Was machen die? Was denn? Warum denn? Was? Ja, jetzt wegen dir. Also wir sind, glaube ich, jetzt in der Endstation. Sehr, sehr gefährlicher Laden. Sehr, sehr gefährlicher Laden. Ja? Von Mannheim? Ja. Hat was. Sagst ich muss eins sagen, es sieht besser aus als Stuttgart. Ja, Bruder, alles sieht besser aus als Stuttgart. Ja, sowieso. Stuttgart, wir waren... Wie gesagt, Stuttgart hat Mannheim einen Hauptbahnhof. Ich war der auch einwandfrei funktioniert. Ich war zweimal in Stuttgart und zweimal einfach... Nee. Einfach nie. Einfach ganz nie. Einfach. Nee. Wie viele haben wir jetzt? 3 und einen in Klammern. Ja, die Poserstadt, ja, die Poserstadt. So Leute, ich wollte nochmal ganz kurz erinnern, dass dort leider der eine Polizist gestorben ist. Nach dem Messerangriff. Das habe ich komplett vergessen, ehrlich. Mein Beileid nochmal an Rufen Lau, hieß er, glaube ich. Polizeihauptkommissar. Digga, ich habe keinen Bock mehr. Also ist einfach so langweilig. Wenn wir weiter gerade rauslaufen, kommen wir zu Uni Mannheim. Was sollen wir da machen? Ich sehe schon genug aus wie ein Student, Digga, mit meiner Tasche, die ich ganz so krass. Das ist eine krasse Uni auf jeden Fall. Eine der besten in Deutschland. Ich sage ja mal. Alright, die beste ist, FH Frankfurt. Nee. Wo Hackerangriffe sind? Bodensee. Diese private schon, aber. Digga. Ja. Das ist Platz 3 in. Hier. Platz 3 in Deutschland. Ich dachte, geht zurück. Weil der gerade gegoogelt hat, Digga. Der guckt mir so, als ob der gerade so. Ja, das ist Platz 3, das muss man wissen. Ich guck so, wie er sein Handy so in Google, der geht so runter, macht aus. Er sagt, ja, das ist Platz 3. Platz 3 in Deutschland. Also schon so ein Besuch wert. Wollen wir? Du kannst einfach geradeaus laufen. Wie lange? Einfach geradeaus laufen. Ja, wie lange? Geradeaus laufen. Ja, wie lange? Geradeaus laufen. 10 Minuten maximal. Dann geht's los, ne? Auf geht's. Ra, 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 ra. Das ist nicht die Uni, das ist ra, 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 ra. Das da, dieses Gebäude, Leute. Das ist nicht die Uni. Das ist ra, 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 ra. Ist es die Uni? Das ist die Uni! Deine Hand! Hey Bro, sprichst du Deutsch? Kommst du aus Mannheim? Ich studiere hier, ja. Okay, ist es die Uni? Ja, genau. Das ist crazy, das ist crazy. Ich danke dir, Bro. Ja. Das ist crazy. Ja. Ist das die Uni? Bist du aus Mannheim? Nein, ich studiere hier. Pass auf die letzte Nacht. Das ist krank. Das ist ehrlich krank. Denkst du, ich schaffe es weit? Schon, ja, auf jeden Fall. Wir gehören doch auch zu Umgebung. Ich bitte dich, ja. Wir haben eine Vorlesung gleich. So, Leute. Heute essen wir bei Katuk. Das Essen, die ganzen Döner kommen aus Hatay. Ich bin auch. Ich wollte es aufbauen, aber nein. Nein, lass dich nicht zu. Ich mach's einfach kurz im Blatt, weil ich keine Kraft mehr habe. Hier Katuk, Mannheim. Und ich freue mich mega. Das sieht so lecker aus. Ich freue mich gerade einfach so sehr. Ich bin echt gespannt, ob wir das auch genauso hinkriegen wie in Hatay. Das ist er. Das ist er. Oh, das ist er. Das ist er. Oh, bist du bereit? Willst du den ersten Biss machen? Was ist das genau nochmal? Oder ist ein Döner? Aber aus? Nur mit viel, viel mehr. Aus Hatay, genau. Nur viel, viel leckerer als der aus Deutschland, sag ich. Ja, gut geschärft. Fleisch, okay. Ist okay? Ja, ist okay. Oh, dann muss ich den ersten Mal probieren, ja? Und die Schärfe ist krass. Und das ist einer der wenigsten, die gut schärfen kann. Okay, okay, das sagt der Inder, ne? Wollte schon mal so was sagen. Ich sag dir so, nach dem ersten Biss bin ich bei einer 6 von 10. Boah, das ist crazy.
Aber vielleicht, wenn ich fertig bin am Ende, kommt noch was anderes. Okay, dann warten wir mal, ne? Dann warten wir mal. Guck ich mal, ob der wirklich so gelungen ist wie in Hatay oder doch nicht. Also da ist Fleisch drin, da ist Salat drin, da ist Mayonnaise drin, da ist Pommes drin. Da muss es eigentlich sein. Bist du mir nahe machen. Also sag mal so, der schmeckt nicht gleich wie aus Hatay. Da hast du schon recht gehabt mit dem Fleisch. Das Fleisch ist okay. Krass, aber ich dachte, der schmeckt jetzt wieder aus der Türkei. Der schmeckt immer noch gut, ja, aber... Er hat gut geschärft. Nee, nicht, oder hat nichts damit zu tun. Da fehlt, glaube ich, einfach diese Tusche, was man immer so mit isst. Aber der schmeckt gut. Ich bin bei einer 7, glaube ich. Stand jetzt ist eine 7 von 10. Leute, das war's dann auch. Fazit, ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10. Ja, das Essen war eigentlich gut. Nicht so geschmeckt wie aus Hatay. Das Fleisch war jetzt nicht so geil, aber es hat im Endeffekt auch ein bisschen schon geschmeckt. Kreativbonus, weil das diese Tüte ist. Kannst direkt, wenn du nicht mehr weiter essen kannst, kannst du es mitnehmen. Wenn du fertig bist, kannst du deinen ganzen Müll hier ablegen. Und eigentlich vom geschmackstechnischen her eine 6 von 10, aber Kreativbonus 7 von 10. So. Hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es nicht so schmeckt wie aus Hatay direkt. Aber ja. Dein Fazit zum Katak-Döner. Geschmackstechnisch bleibe ich immer noch bei der 6 von 10. Scharf war gut, bin gewürzt, Fleisch, wie gesagt, geht besser. Kreativbonus gebe ich noch dazu, weil, okay, jetzt kann ich es euch nicht mehr zeigen. Eine Tüte. Von daher gebe ich einen Kreativbonus, das heißt insgesamt eine 7 von 10. Wie war die Schärfe noch? Die Schärfe war gut, sehr gut gewürzt. Ist einer der wenigsten Läden, die ich kenne, die so gut schärfen. Also, perfekt. Wie gesagt, overall 7 von 10. Perfekt. Wo sind wir bei? Sind ja fucking müde. Er wird aber nicht müde, er sagt müde. Zimtschnecken, Grüße gehen raus an eine bestimmte Person. Die haben gefühlt alles da. Nicht wie bei uns. Ja, die haben hier alles. Die haben sogar Bueno, ey. Boah, das sieht alles krank aus. Cheesy, was? Cheesy? Chocolate. Das heißt die Cherry Chocolate. It's Sugarladen. It's Sugarladen, komm. Wir waren ja im Laden gerade, okay? Süßigkeitenladen. Ich erwähne jetzt keinen Namen hier. Der Laden hat keine Credits für. Also auf jeden Fall, dieser Laden, schön innen, alles schön. Scheiß mal auf diesen Laden jetzt. Wir gehen nochmal zurück, fragen so, ey, was kann man jetzt noch in Mannheim machen? Kam dann so, ja, ihr könnt in Cafés gehen oder setzt euch in irgendein Café. Frage ich die so, was gibt's denn so für schöne, gute Cafés in der Nähe? Ja, geh auf die Straße und schau nach. Digga, dein Ernst? Glaubst du, ich komme deswegen zu dir und frag dich, wo es gute Cafés gibt? Alter, ich könnte Google aufmachen, da könnte ich gucken. Nein, ich bin extra so. Hier, Locals, weißt du, man fragt die Locals, aber nein. So, hinter mir waren nochmal 3 Talahons am Sitzen. Dann haben wir noch 3 Talahons gesehen. Der eine hatte Schlaghose, weißes Oberteil und man hat so richtig seine Brust gesehen. Und eine Goldkette. Dann haben wir noch einen Mini-Talahon. Und ja, somit sind wir bei... Nee, wir sind höher. Wir waren bei 8, oder? Nee, wir waren bei 9. Da hast du gesagt 10. Dann kamen noch diese 3, sind 13 und jetzt sind nochmal 3 Stück gekommen, sind wir bei 16. Krass, 16 Talahons. Hä? Boah, crazy. 16! Ah ja. 16. Aber man muss sagen, auch wenn es ein Montag ist, Mannheim lebt nur in der Nacht. Genauso wie Stuttgart. Ich verstehe das nicht. Nee, Stuttgart war abends auch nicht so. Doch, aber mehr. Mehr, Bruder. Mehr auf jeden Fall als mittags. Wir versuchen jetzt einfach nur noch einen Weg nach Hause zu finden. Fazit zu der Stadt kommt in der Bahn. Ganz genau. Wenn wir auf der sicheren Seite sind, vor uns noch mehr Taler uns auseinandernehmen. Vor uns ist einer, deswegen. Talahon! Das ist crazy. Das war's dann auch mit Mannheim. Ich hab keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Aber das sieht gerade so schön aus, deswegen musste ich gerade filmen. Digga, wir sind gerannt. Wir haben, ja, guck, eine Bahnverbindung früher. Hadid an. Tschüss, Mannheim. Ich hab mich noch nie so gefreut, einen Doppeldecker zu sehen. Es ist einfach, ich habe mich so gefreut auf diesen Doppeldecker. Es ist einfach so warm und diese Klima funktioniert nicht. Guckt euch bitte diesen, ne? Der ist genauso wie ich.
ist genauso. Ich schaff das nicht mehr. Ich bin so tot. Nebenbei guck ich hier ein bisschen seinen Vlog. Ich wollte Videos cutten, aber jetzt hat man schon runtergeladen. Ich bekomme keine Luft mehr. Kann sein, dass wir hier sterben. Mach's gut, Leute. Wir können nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Schau dir diesen gebrochenen Mann an. Ihr wollt gar nicht mich sehen. Kommt, wie ich hier liege, aber... Es ist einfach nur ein kleines Fenster, dieses ganz da oben, aber nur auf der anderen Seite steht das nicht offen. Und es ist klein und. Nee, es sind zwei Fenster. Da ist eins offen. Da ist eins offen. Der Rest ist zu. Ich verstehe es nicht. Wieso? Ihr seid sehr, sehr viel Gänsehaut. Ab dem Moment werde ich nach rechts zoomen, wahrscheinlich, diese zwei Leute. Die haben einfach gerade versucht, Augen zu vloggen. Das ist echt sehr, sehr viel Gänsehaut gewesen. Eine Bieterlaune. Jungs, wir sind einfach wieder zurück. City. Manhattan. Boah, es macht mich so glücklich, wieder in Frankfurt zu sein. Wie glücklich bist du, wieder in Frankfurt zu sein? Wie kann meine Stadt so krass vermissen? Ja. Guck mal, wie schön. Oh mein Gott. Ja. Ja. Nimm mir eine bessere Stadt, wo du so eine schöne Einfahrt hast. Ja. Nimm mir eine bessere Stadt. Gibt's nicht. Musex, Moin! Wie heißen die Dinger nochmal, die ganze Zeit Mann gedreht hast? Overalls? Nein. Wie ist das? Zero. Ja, sorry, ich bin schon der. Overalls, Junge. Genau wie das heißt. Overalls. Ich bin zu müde dafür. Will er mein Englisch in Frage stellen? Ganz einfach geschafft. Das war so ein langer Tag. Oh, diese Kühle ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, kühl ist gerade hier. Ich könnte einfach schlafen. Okay, was denn? Wie fühlen Sie sich? Ich bin glücklich, wieder im 069 zu sein. 069! Er fragt mich. Nachdem wir die ganze Zeit in Mannheim verbracht haben, wollen wir auch was machen? Ich wollte nur wissen, er ist in Mannheim tot. Er sagt, ich bin müde, ich werde in der Bahn einsteigen. Ich wollte nur wissen, was der Junge war. Warte mal. Guck mal bitte, wann meine Bahn kommt. Selber. Ja. Karma is a bitch. Warum Karma? Keine Ahnung. Ich bin gerannt wegen dir. Ja, wegen mir, danke. Ich habe meine Bahn, krieg ich. Ein Roller krieg ich, geht alles. Jetzt verpiss dich nach unten und mach dich ab. Danke, dass du gut gekommen bist. Und damit ein Auto. Tschüss, verpiss dich rein. Weißt du was? Wenn euch das Video gefallen hat, liked nicht, abonniert nicht. Entfolgt ihm. Als ob meine Daten, als ob irgendwas von mir jemals verlinkt wurde. Er sagt, entfolgt mir. Ich bin noch bis jetzt in keiner Bio gelandet. Aber egal. Egal. So sind halt beste Freunde, weißt du? Das erwartet man von besten Freundschaften. Aber egal. Schönen Abend und tschüss noch. Wir sehen uns. Du hast Glück, dass die Treppe zwischen uns...